Boah, der hat hier echt eine gute Chance, ein super Produktionsplanet noch zu werden. Just a minute of your time, President. So, entweder die Schiffskosten reduzieren, indem ich eine Orbital-Shipyard bauen kann auf dem Mond, oder das Mondlabor. Ich will eigentlich hier für Forschung eher. So, noch neue Triebwerke. Weil ich glaube, mein Heimatplanet hat, kann es mich dann bauen. Hier unten der Epsilon 3 hat einen Mond. Das wären schon mal zwei Forschungsstationen. Und wer kommt denn da oben? Ein Sakra-Scout. Der kommt hier auch nicht durch. Kann sich direkt wieder verkrümeln. Oder? Nee. Ich geb dir nicht den Fusionsbeam, ey. Kannst du knicken. Als wenn ich deine Waffen noch verbessere. Wo du dich schon so vermehrst wie so ein Bekloppter. Das sind ja nur Schiffskosten. So, Flotte braucht einen Befehl. Ihr seid da erstmal stationiert. Ach du, siehst du, der hat nämlich 16 Schiffe bei sich stehen. Geht mal hier zum Militärposten. Da muss ich erstmal hinkommen. ...2400 Stärke, wir haben 1400 aktuell mit unserer kleinen Flotte. Ich sollte noch mindestens... Also auf jeden Fall möchte ich ein Capital Ship haben. Wo sind wir denn gerade? Auf unserer Heimatwelt, ne? Bum-bum-bum-bum. Mal eben den Toxic auch setzen. Weil wir haben hier auch wieder ein Problem mit Umweltverschmutzung. So, hier streikt einer, aber es kann daran liegen, weil wir noch den Government Support noch nicht gebaut haben. So ist das gut balanciert. Just a minute of your time, President. Ich würde den Ionendrive nehmen. Geschwindigkeit der Flotte ist mir wichtiger. Just a minute. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier bekommen wir den Holosimulator. Da haben wir natürlich jetzt von der Forschung her echt
genau dran vorbeigeforscht, um die Moral auf meinem Planeten zu verbessern, damit wir die Steuern mehr anziehen können. Geh mal in Guard. Sorry for the interruption, President. Ach so, das sind die Deep Scanner. Dadurch komme ich, wenn ich in ein System reinkomme, sind automatisch alle Planeten aufgedeckt. Ich muss nicht mehr zu jedem einzelnen hinfliegen. Our scientists have made a new discovery. Oh mein Gott, das hat jetzt 215 gekostet. Jetzt muss ich die Steuern erhöhen. Sonst sind wir nachher im Minus. Das war echt teuer, ne? Ein Upgrade für Deep Scanner von 249. I suggest you consider this offer carefully. We are friends. Wisst ihr, warum ich denen das gegeben habe? Weil die wenig Planeten haben, die haben kaum militärische Stärke nach den letzten Statistiken. Da kann ich denen auch sowas mal eben reinschmeißen. Ja, ich will ja Schiffe bauen. Der Chat ist wieder ungeduldig. Our scientists have made a new discovery. Protonentorpedos. Passend eigentlich wirklich zu den USS-Waffen. Just a minute of your time, President. Richtig, ich liebe die Katzen, daran liegt's. Das habt ihr gut erkannt. Eigentlich will ich sie nur in die Kiste kriegen. So, egal was ich mache, es bleibt bei 2 Runden. So, Sol Prime sollte jetzt keine Produktion mehr offen haben, die wichtig ist. Dann können wir doch jetzt mal eine USS Noka 5 bauen. Die allein hat eine Kampfstärke von 4000 schon. Die ist stärker als die ganze Flotte von den Cylons. Jedenfalls nach der Statistik. Da bin ich doof. Ich werde trotzdem nicht nur... Jetzt kriegst du Angst, oder was? Kannst du mich mal... Pass mal auf, wie ich dich gleich auseinandernehme. Genau, baue erstmal den Toxic. Und dann kann er noch versuchen, Mirandas zu bauen, 5 Stück. GM.
GNN. Boah. Galactic News Network. And now, the state of the galaxy. The census rankings of Empire populations. Ja. Es wird gerade im Chat gefragt, ob man es kaufen kann aktuell. Ja, man kann es aktuell kaufen. Es ist die Collector's Edition, die halt den Zugang zum Early Access auch erlaubt. Und dann hat die auch alle anderen Master of Orion Teile mit dabei. 1, 2 und 3, die Klassiker. Und halt jetzt die überarbeitete Fassung, die halt noch entwickelt wird weiter. Und man merkt schon, es funktioniert ja insgesamt schon, aber irgendwo, ne, die KI muss noch verbessert werden. Ihr habt doch am Anfang gesehen, ich kann die KI nicht einstellen. Deshalb, die sind gleich stark. Da muss noch einiges gemacht werden. So, 12 Produktion. Drei Nein, zwei Ja, eins keine Ahnung. Was jetzt dabei ist. Guckt einfach rein, ist auf jeden Fall die Collectors. Du. 7 von 9. So, der versucht jetzt hier die USS Miranda zu bauen. Es sind übrigens alle drei Teile dabei. Danke. Und Eagle Eye hat es gekauft. Viel Spaß damit. Ich hoffe, wir erleben aber noch sehr viel Entwicklung dabei. Our scientists have made a new discovery. Automatische Repair Units. Ah, okay, damit können wir auf dem Weg ein anderes Ziel auswählen mit den Raketen, dann gehen die nicht verloren. Just a minute. So, ihr habt kein Upgrade aktuell. Und Terraforming kann man lustigerweise nicht kaufen. Wäre ja auch ein bisschen komisch. So, die USS Noka ist fertig. Dann können wir uns ja jetzt um die Blob. Die Miranda war die größere Klasse, ne? Aber würden 5 Stück 19 Runden dauern. Und die bauen wir jetzt hier gerade eigentlich unten. Wir können aber noch 2 Truppentransporter bauen. Ne, einen. Wir können nur einen Truppentransporter bauen. Weil die anderen 10 Kommandopunkte verbrauchen wir gleich. Den schicken wir direkt mit dem Schlachtschiff los. Die hat gar keine 4000. Die hat 1730 Stärke. Wie kam ich denn auf 4000? Bourbon and Warren don't come cheap. Nö. Excuse me, President. Das Erkundungsschiff wurde schon lange zerstört, weil ich auf den Weg geschickt habe, weil der Chat gefragt hat. Das wurde von dem Weltraumwurm getötet. Ich mache jetzt alle zu Feinden. Und wir werden mal eben den Planeten sauber machen. 8% pro Runde, 3-4 Runden. Das ist auch erledigt. So, und ihr macht euch jetzt auf den Weg nach hier unten. Mit den neuen Triebwerken schaffen wir es sogar in 5 Runden. Bis zum militärischen Außenposten.
Scheint fertig zu sein. Gut. Braucht 18 Runden. Oder 2 Runden. Na, wenn wir erstmal ein paar Siege eingefahren haben, dann sind meine Leute auch wieder zufriedener. So, den A-Scanner. Kann ja hier gerne auch noch den Space Elevator bauen. Na komm, pump den Planeten hoch. Ich will mal kurz einen Sicherheitsspeichern. Nicht, dass mir das Spiel nachher abschmiert. Weil ich hab's schon geschafft, dass es einmal abgestürzt ist, das arme Ding. Jetzt warten alle natürlich darauf, dass ich angreife, ne? Damit ihr meine Schlacht seht. 2700. 2600. Dann warten wir jetzt auf die Mirandas. Miranda, denn sie will da. Lass Miranda, denn sie will ja. Das, so war das damals, ne? Klar, hier, nimm meine... Vor allem, das Geile ist, ich gebe denen das. Ich habe Orion nicht gefunden. Orion versteckt sich meistens hinter einem Wurmloch irgendwo. Und meine Gegner haben mich leider so ein bisschen eingekreist. Ich kann nur nach Norden ausbauen. Ich sollte vielleicht auch nochmal einen Scout bauen. Da ist Forschung drin. Maximalbevölkerung erreicht. Sehr schön. Ich glaube, ein Scout kostet mir auch einen Kommandopunkt und den haben wir nicht. So, beim Konzil. Er hat wieder nur für sich gestimmt. Und ich glaube, die Anzahl der Stimmen ist abhängig davon, wie viele, also wie viel Bevölkerung man hat oder wie viele Systeme man hält. Wenn ich die Ypsilon bei mir reinkriege, indem ich die versklave, sollte ich eigentlich genauso viele Stimmen haben wie die Echsen. Richtig, ich stehe ja eh auf den... auf die Katze. Ja. Fünf Runden noch. Our scientists have made a new discovery. Genau, jetzt grade nochmal alle ab, damit das nochmal länger dauert. Antimaterie. Antrieb. Terrific. 102, das können wir uns ja leisten. Und ja, ich gebe jetzt Gas.
And now, the news. Demographers note a 50% increase in births at a human colony world. The exact cause is uncertain. You do. Falsche Brüste. Where babies come from. Die Auge hat gezuckt. So, hier streikt einer. Da wäre natürlich ganz gut, wenn wir den Holo-Simulator auch wirklich bauen. Ob jetzt 8 oder 7, ist mir egal. Der ist in einer Runde fertig. Hier haben wir 100% Moral, weil es unsere Heimaterde. Hier auch den Holo-Simulator aufbauen. Die kaufen wir, warten wir nicht drauf, dass das fertig wird. Dann kriegst du auch den Holo-Simulator. So, eine Flotte braucht Order. 1200 Stärke nochmal auf dem Schiff. 3600 Stärke gegen 2800. Das war's. Mehr ist nicht drin. Aber will ich bei jedem schon einen Weltraumhafen? Kann mir gar nicht vorstellen. Ja, hier geht noch eine Starbase. Dann würden wir noch mal ein paar Kommandopunkte bekommen. Der hat seine Flotte gerade erst wieder aufgestockt. Ich muss noch eine Runde warten, bevor ich die losschicke. Und das Schlimme ist eigentlich, wir zerstören, müssen ja erstmal unten den ihre Militärbasis zerstören. Ich muss mal kurz. Gasgigant-Kompression. Ich kann aus dem Gasgigant eine Kolonie bauen. Und ich kann Asteroiden zusammenfügen, um Planeten draus zu bauen. Wie geil ist das denn? Medium-sized powerful ship. Ich suche aber eher irgendwas, um Kommando-Points zu erhöhen, wenn es sowas überhaupt gibt. Ach, guck mal, da ist ein Gravity-Generator. Den brauche ich. Dann würde unser einer Planet wäre echt heftig dann. So, ihr seid alle fit, oder? Wo ist denn der Trupptransporter? Na toll, kann ich das nicht genau andersrum machen? Natürlich nicht. Den Trumper-Transporter würde ich mich gerne mal eben noch da lassen. Die haben keine Station hier vorne stehen. Scheiße, die haben 5000 Stärke. Wisst ihr wodurch? Weil der Planet die unterstützt dabei. Da sind ja Verteidigungsanlagen drauf.